Hintergrundfilmemacher Kenneth Anger spielt in seinen Filmen immer wieder mit Symbolen verschiedener Subkulturen. Ob Okkultismus, Nationalsozialismus, Biker- und Leatherboy-Kultur oder auch laszive, homoerotische Momente. In seinem Kurzfilm Scorpio Rising finden sich viele jener Elemente, die die Popkultur in den kommenden Jahrzehnten prägen sollten. Staccato-artige Schnitte, eine vordergründig zusammenhangslose Aneinanderreihung von Bildern und Symbolen und die Einbildung von Popmusik als wesentliche filmische Elemente beeinflussten Regisseure wie Martin Scorsese oder auch David Lynch. Auch die Gestaltung von Werbung und Musikvideos wurde von Angers Werken maßgeblich geprägt. Typisch für seine Filme sind Einstellungen, in denen einzelne Objekte und Handlungen in den Fokus gerückt werden. Die im Bild zu sehende Jacke samt Aufschrift ist ein ikonografisches Bild. Durch die Einstellung wird der Moment des Anziehens zelebriert und die Bedeutung der entsprechenden Szene für die Handlung hervorgehoben. Scorpio, Hauptprotagonist des Films, macht sich bereit für das Treffen seiner Gang. Selten wurde eine an sich triviale Handlung filmisch so stilvoll inszeniert wie in Scorpio Rising.